Marc Stein, erstmal Glückwunsch zum verdienten 2:0-Sieg hier bei Berlin. Ja, wir haben die Fans gefragt, was denn die Spieler mal rausrücken sollen. Und da kam die Frage, wen wünscht man sich denn jetzt als Spieler eventuell aus der Regionalliga Nord als kommenden Gegner für die beiden Entscheidungsspiele? Ich glaube, dass es grundsätzlich eine Geschichte ist, die komplett anders ist. Also eine U23-Mannschaft ist sehr gut ausgebildet, glaube ich, mit sehr guten, vielen jungen Spielern, die einfach zeigen wollen, dass sie was erreichen wollen noch und auch hungrig sind. Und bei der anderen Truppe aus Flensburg ist es, glaube ich, so, dass sie für mich den stabileren Eindruck machen. Aber Fußball wird, glaube ich, nicht ganz so auf dem hohen Niveau spielen können wie gegen die U23. Aber wir nehmen das trotzdem, wo es kommt. Wir gehen davon aus, dass es Flensburg wird. Und versuchen uns bestmöglich einzustellen, egal gegen wen es geht, weil ich glaube, dass schon die leichte Favoriten oder so. Okay, wie oft verfolgt man das jetzt noch? Also wahrscheinlich schon etwas regelmäßiger. Wie oft guckt man da dann nochmal in der Regionalliga Nord? Wie waren die Spieler am Wochenende? Ja gut, man guckt immer mit einem Auge darauf. Wir versuchen uns vorzubereiten und das Bestmögliche draus zu machen und auch so bestmöglich vorbereitet auf die Spieler zu sein, was uns da erwartet und was auf uns zukommt. Und damit haben wir heute angefangen, auch mit der Konzentration, mit der Ordnung und werden auch in den nächsten Wochen noch hart daran arbeiten, dass es noch besser wird. Alles klar. Danke, viel Glück in der Relegation und im Pokal.